Verbandsliga Südbahn, das stand auf dem Raum der Nachholspieler vom zweiten Spieltag zwischen dem SV Waldkirch und dem SV Ending. Der Endstand nach turbulenten 93 Minuten 3:3 bei mir. Beide Trainer Alex Fischinger und Axel Siefer, Trainer vom SV Ending. Für die Zuschauer war ein hochinteressantes Spiel, packendes Spiel. Für die Trainer weniger, glaube ich. Axel, das Sack hätte er mir eigentlich zumachen müssen, oder? Ja, für mich war es ein katastrophales Spiel da draußen, ja. Weil wir eigentlich schlecht gespielt haben, kaum richtig ins Spiel reingekommen sind und trotzdem noch so viele klare Chancen hatte, dass man es eigentlich entscheiden müsse. Ja, dann kommt da gar keine Hektik mehr rein. Ja, insofern bin ich eigentlich super glücklich über den Punktgewinn, aber natürlich total enttäuscht von meiner Mannschaft. Gerade im Defensivbereich haben wir eigentlich so maximale Bezirksklasse bewiesen und bin einfach ja zum Schluss glücklich, dass es noch für einen Punkt gereicht hat. Du machst ein bisschen die Bezirksliga Unrecht, Axel. Dann fehlt mir ein Fehler. Alex, ihr wart auf der Verliererstraße bis zur Simon gelb-rote Karte, war ein bisschen der Knackpunkt des Spiels. Kann man so sagen. Und die Chance, mangelhafte Chancenverwertung vom SV Ending, oder siehst du es anders? Ich darf schon anderer Meinung sein. Ja, zwei Experten jetzt, 2-1, aber ich kann mich erinnern, dass mir, glaube ich, 1-0 geführt habe. Und wenn man drei Minuten vielleicht vor der Halbzeit dann so ein uncleveres Foul macht und die Endinger da dazu einlädt, dann war man da schon ein bisschen selbst schuld. Aber ich denke schon, wenn wir das mit 1-0 in die Halbzeit bringen, traue ich meiner Mannschaft heute auch einen Sieg zu. Und mir hatte den ja dann schon auch bis in der 91. Minute dann. Also es war zweimal pari-pari. Die Moral von beiden Mannschaften, denke ich, war vollkommen intakt. Und also ich von meiner Seite bin mit meiner Mannschaft, was Leidenschaft und Kampf anbetrifft, hochzufrieden. Weil das hatte man vermissen lassen nach dem Pokalspiel, wo man einfach voll Feuer ginge. Das geht ja nicht immer so. Und in auch Prügel eingesteckt dafür. Heute war das die Basis wieder für die erfolgreiche Spur und deswegen gräme ich mich jetzt da nicht. Ich bin traurig, weil mir die 3 Gegentore von Endingen eigentlich selber zu verantwortet habe und nicht durch die Stärke von Endingen. Die hatte davor große Chancen, wo sie durch ihre Stärke ausgespielt habe. Aber die Tore, wo sie machen, da haben wir schon am Axel Schönkäufer. Ja. Axel hat sich ja revanchiert mit seiner Mannschaft mit den Fehlern. Nochmal zurück auf das Pokalspiel. Gut, es ist schon lange rum. Baling hat die gleiche Erfahrung gemacht im Pokal. Ist dann in ein Loch gekommen, kam ganz schwer da raus. Geht man das schwer aus den Köpfen raus? Ich meine, das ist ein Highlight für euren Verein. Das größte Highlight, was man erleben kann, natürlich. Aber das ist jetzt abgehakt und das spielt auch bei uns da gar keine Rolle. Und ich habe es schon mehrfach erwähnt, wir haben momentan ja mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Wenn man überlegt, was wir für eine Vorbereitung gemacht haben, da hat uns das DFB-Pokal nicht eher noch geholfen und gepusht, als über Wasser zu halten. Aber wenn man eine Nachricht bekommt, dass ein Mitspieler so schwer erkrankt und dann noch der Lukas Lindl, das ist natürlich, das zieht immer noch. Und wie weh das tut, dass der nicht mitwirken kann, das ist für uns wahnsinnig. Dann das Ganze drumherum, was hier war. Also das ist mehr dem geschuldet wie jetzt im DFB-Pokal. Also im Gegenteil, ich würde es jederzeit wieder machen, weil das sind wir stolz, dass wir es erreicht haben und da haben wir ein super Ding gemacht. Aber jetzt ist der Alltag auch da und es ist ein Spannungsabfall da gewesen. Da haben wir Ausfälle gehabt. Der Benny Pfahler hat sich leider die ganze Vorbereitung nicht können voll mitmachen. Fabian Nopper, Leistungsträger, 2 Wochen jetzt gefehlt. Heute mit halbe Stunde, da hoffe ich, dass der wieder kommt. Wir haben schon auch und so können wir das ja auch nicht nutzen. Und der Ausfall vom Lukas trifft uns natürlich hammerhart, aber wir müssen es kompensieren. Der Andi macht seine Sache gut und da leben wir jetzt damit. Und heute war ich zufrieden mit dem, was geht. Und so will ich meine Mannschaft sehen. Und wenn wir der Ritschi Sprich so einsetze, wie wir es heute gemacht haben, dann ist der für uns noch Gold wert. Und wird uns auch. Ich mache nur, komme nur Gedanken, ich schaue auf Tabelle und lache mir. Es sieht blöd aus, wir sind Letzter, aber ich weiß, dass wir da rauskommen und vertraue der Mannschaft absolut. Es ist eine tolle Truppe trotzdem. Lütsche, Frage, Axel, gegen Denzlinge in der Schlussphase das Spiel verloren. Heute wäre es wieder fast so weit gewesen. Jetzt habt ihr in der Schlussphase noch den Ausgleich geschafft. Ein Zuschauer sagt, das ist Fußball, 5 Euro für das Phasenspiel, oder? Ja, das ist so natürlich. Aber es sollte halt für uns nicht Alltag sein, dass wir jedes Mal ein Spiel in der letzten Minute gegen uns entscheiden. Ja, und ich denke mal, wir sind eine Mannschaft, die in den letzten Monaten, Jahre eigentlich
diese Spiele in der Minute umgebogen habe, jetzt im Moment kassieren muss. Teilweise weiß ich ja, woran es liegt, aber wie gesagt, diese dilettantische Art und Weise, wie der ein oder andere Spieler hier auftritt, die nervt mich sehr. Und die werden wir ansprechen. Vielleicht hat der einen oder anderen Höhenflug. Ich weiß es nicht. Grund gäbe mir keiner. Ja, ich möchte ein respektvoller Fußball, ja, und kein Larifari und niemand aufziehen, sondern ein geradliniger Fußball mit Tempo drin, mit Engagement, mit Leidenschaft. Und das war halt das, was heute absolut gefehlt hat. Ja, und das ist das, was ich kritisiere. Wir können ein viel, viel besseres Fußball spielen. Ja, und dann hoffe ich, dass wir da relativ schnell wieder reinkommen in die Bahn. Okay, Stichwort respektvoll. Wir haben im Spiel beide auf der gleichen Trainerbank gesessen. Auch nicht gerade alltäglich. Das zeigt doch, so soll auch Fußball sein, sage ich mal, Alex, oder? Das hängt nicht nur mit der Freundschaft zusammen, aber ist eine schöne, tolle Sache, wenn man mal mit zusammensitzt, oder? Ja, das ist richtig. Der Alex wollte halt noch ein paar taktische Tipps von mir und die habe ich ihm dann gegeben. Insofern habe ich alles richtig gemacht, weil wir ja dann in der letzten Minute noch einen Elfmeter gekriegt haben und so habe ich das mit ihm vereinbart. Alex, machen wir so die Sitzer da am 2. Oktober dann, denke ich, bei der Gala, oder? Ja. Aber ich muss mal anmerken, mit den Tipps konnte ich nichts anfangen vom Axel. Nee, wir haben uns ja in Mannheim im Trainerlehrgang ja schon sehr gut ergänzt und da haben wir sehr viel gelernt und ist einfach ein Freund geworden auch und die Kontakte zu Endingen bestehen natürlich und die bleiben auch bestehen. Ich mag Endingen und das Erle und umgekehrt ist auch, die sind immer willkommen und im Spiel fetzt und haut und macht und regen wir uns beide mal auf. Aber das Bierle nach dem Ding wird bleiben, egal wie das ist. Ist ein Bier, man trinkt einen Apfelsaft schon, aber wir sehen uns dann am 2. Oktober. Auf jeden Fall, Kopf hoch Alex und eine interessante Verbandsliga-Runde stellen Sie vor. Wünsche euch alles Gute. Tschüss dann. Ne?